Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Online mit dem lieben Revano. Hallöchen! Und dem Onkel. Hallo, warum bin ich nicht lieb? Ja, und dem lieben Onkel. Du nicht. Ich will ich nicht. Nee, du nicht, ja. Okay. Okay, wer war das letzte Mal mit Lesen stehen geblieben? Ja, du bist dran. Les einfach. Ne? Ach, ja, okay, egal. Wir wollen was für Lachen haben, bitte Spezialeffekten, bitte. Wir haben so viele wie möglich. Oh Mann! Wir haben so viele wie möglich an Bord. Kämpfen noch keine Nachricht von der. Ich habe schon wieder Revanus gelesen. Renon. Oder der Kitoma. Ich befürchte das Schlimmste. Wir haben ein weiteres Problem. Vega war ein wichtiger Handelsposten in diesem Gebiet. Derzeit sind viele Schiffe auf dem Weg zur Kolonie, um dort Handel zu treiben. Wir müssen diese von dem Borg warnen. Können wir die Satelliten so ausrichten, dass sie ein automatisches Warnsignal senden? Beeps. Scans laufen. Captain, wir könnten die Satelliten mit einem Warnsignal rekonfigurieren. Die Reichweite wird zwar nur gering sein, doch jeder in der Nähe wird das Signal empfangen und so in der Lage sein, rechtzeitig abzudrehen. Stellen Sie die Satelliten neu ein, um ein Warnsignal zu senden. Roger. Klingt nach einem guten Plan, Steuermann. Hure auf den ersten Satelliten setzen. Okay. Wir müssen den Scanner... Nee, steht Kurs. Ich weiß, da steht Kurs. Ich habe bloß absichtlich Hure gelesen. Kurs! Weil ich mich einfach mit Hure verlesen habe, mein Gott. Deswegen habe ich... Ja, hört ihr mir überhaupt zu? Ich habe Hure gelesen. Ja, sag ich ja. Was? Auf welchem Planeten bist du denn? Was müssen wir jetzt machen? Ach, ich werde angegriffen. Ich werde angegriffen. Alter, gleich drei Stück auf einmal. Uncool. Na klar, kommen gleich drei Stück, die kleinen Schweine. Okay, danke, dass ihr mich vorgewarnt habt. Nice, er schießt einfach nichts ab. Komm, gleich drei Stück. Ist aber kein Problem, ich klaue denen jetzt erstmal die Schilde. Also wenn die so weiterschießen, bin ich gleich tot. Warum? Ich hab nur noch 80%. Hab dir nicht erlaubt, dass du stirbst. Hab dir nicht erlaubt, dass du stirbst. Ich bin echt gleich weg, ne? Ohne Witz. Ich bin echt gleich weg. Nein, auf jetzt. Du lügst. Okay. Weißt du, was du bist? Du lügst, du. Immer Leertaste. Alter! Drück die Leertaste! Krieg die Raumschiffe in die Schlacht. Oh, ich hab eine Auszeichnung erhalten. Keine Ahnung. Ich hab einfach eine Auszeichnung. Nein, aber ich bin gleich tot. Endlich darfst du mal. So, ich hab gleich zwei Schiffe weg. Sagen wir, hatten wir nicht nochmal so einen Laser gehabt, der irgendwie schießt dann? Ja, das kann sein, dass die da was wegschießen. Das ist ja nicht so stark eigentlich. Ich fliege hier sinnlos in der Gegend rum, aber treffen nichts. Los und mittel. Oh, mein Schild ist down. Ja, mein Aber komplett da. Ich glaub, die spinnen die Röhne. 22%, ich bin gleich wirklich weg. Ja, dann kannst du unten noch die Möglichkeit, Schilde zu schilden. Ja, Schilde zu schilden. Tu es, sei einfach ein Mann. Ja, ich hab's geschafft. Oh. Boah, Alter. Kritzel. Boah, Alter, mein Raumschiff, das glüht und macht blitz. Irgendwie bin ich gerade zu inkompetent, da was zu treffen. 3%! Du bist inkontinent? 2%! Nein! Dann würde ich mal eine. Da gibt's so Matratzen, die kannst du noch ins Bett legen. Ja, und ins Bett lagen, dann kommt die Inkontinenz nicht so vor. Inkontinent! Die fängt das auf, da geht es nicht. Die fängt das auf, da geht es nicht in die Matratzen. Da muss die Mama nicht immer neu überziehen. Kannst du okay, sagen. Ich rede gerade auf Russisch mit mir. Rosche. Moment. War das? Okay, habe ich ihn jetzt hier aktiviert mit der 6? Oh. Ich muss das, Ausweichmanöver. Oh, das ist ja cool. Ich muss das ganze Zeug nochmal machen. Ich hab's nicht geschafft. Macht nichts, du schaffst das. Ich glaube an dich. Bevor ich kämpf jetzt gerade gegen einen übelsten Scoop. Ja, du bist nämlich doof, ne? Ich? Ja, ich fliege jetzt zwar an diesen Satelliten ran, aber bestätige erst, wenn ich 100% habe, weil sonst ist das ja Schwachsinn. Jetzt fange ich hier mit 60% drauf an. Ja, scheiß drauf. Ihr seid ja Kämpfer. Ich bin ja Taktiker. Ich heil mich ja sowieso die ganze Zeit.
Was? Ich bin doch ein Heilschiff. Ich heil mich doch die ganze Zeit. Was bist du? Weißt du, was ich dir damit sagen möchte? Nein. Okay. Da hatte ich jetzt gerade 3 Torpon-Potatoes abgeschossen habe. Torpon-Potatoes? Hm? Und die machen Bumm, Schaden. Ganz viel Schaden. Aua, du Drecksau. Von rechts oder von links? Von wo kommen die? Never thought I wish I was back at the Academy studying for the Astrometrics final. Von mir kamen die von oben. Ja, ich hab's. Oh Gott, die macht Explosion. Weg hier. Oh, also ein was hab ich. Kann. Was? Boah, die hat mir fast mein Schild geklaut. Wow. Ach, da hinten ist noch eins. Oh Gott, ich denke, da kommt bestimmt gleich ein fetter Q. Ich hab jetzt schon Angst davor. Hier irgendwas Großes. Schießen die Kacke. Da hinten ist einer. Ich hab jetzt bin jetzt bei der dritten Langstrecke. Da ist der Kacke. Da ist ein Cube! Scheiße! Ah oh, ne, Ellie, jetzt komm. 4, 5 Stück sind da. Oh mein Gott. Ein Würfel, schätze, das ist unsere Gelegenheit. Was für eine Gelegenheit. Abzuhauen, oder? Ah, da kommt was. Boah, die Sternenflotte kommt. 3-mal Enterprise. Boah, ist das geil. Wie ich diese Spiele. Aha, jetzt verstehe ich's. Ich muss in einem bestimmten Winkel sein für die Torpedos. Dab, dab, da, 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 da. Leute, ihr werdet euch gleich eine große Überraschung vor euch sehen, wenn ihr soweit seid. Ich bin mir ziemlich sicher. Du bist schon viel zu weit. Naja, ich bin bei der dritten Satellitenschüssel. Da bin ich auch gerade. Mach ich auch gerade. Okay, kämpfst du auch gerade gegen den Cube? Nein, ich bin da. Also, ich bin ja gerade im Hinfliegen. Nur 21 Kilometer. Genau. Dab, dab, da, 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 da. Ich gebe dir nur einen Tipp, repariere die Schilde schnell. Hä? Alter! Guck mal in den Himmel, ganz viele. Ja, der repariert. Ihr müsst auf jeden Fall mal euch mal den Planeten Alter, der steht da, Alter! Flieg doch mal zurück, du Wichser! Bin tot. Nein, Star Treks! Also, viele Star Treks, also viele Enterprise. Viele Star Treks. Flieg doch mal rückwärts, du Idiot! Oh mein Gott! Was ist denn hier ein Cube, Alter? Was ist denn das für ein Kackding? Guck mal auf den Planeten. Guck mal da hinten. Das ist nicht nur einer, das sind 30. Ich glaube, irgendwas mache ich gerade falsch, er macht mich schon wieder kaputt. Du musst doch mal die Schilde vorne aufbauen, ne? Das hast du schon raus. Ja, das mach ich jetzt gar nicht. Nee. Warte mal, Rivano, du kannst jetzt nicht. Ihr habt gerade so einen Krach, ja? Ich glaube, ja, das ist die Leute. Ich weiß gerade, ob die das hören. Aber irgendwas mache ich komplett falsch. Krieg den einfach nicht kaputt. Ich habe schon wieder eine Auszeichnung. Wunderbar. Dafür, dass ich dauerhaft sterbe oder was? Das musst du mir nicht vorhalten. Reicht es eigentlich, wenn ich den Knopf halt mit Leertaste? Ne, muss ich immer drücken. Ich finde es jetzt echt. Boah, Alter, wenn der Cube hochgeht, das ist ja geil. Ich lass mich jetzt nochmal kaputt machen und dann fliege ich da nochmal hin. Boah, wie viele sind das denn? Das ist schon eine dicke, fette Invasion. Nein! Das ist uncool. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Schiff macht nicht mehr so viel Schaden. Warte mal. War das? So, ich habe hier noch ein bisschen was. Was ist das denn? Das Hypus. Das war Hypus Spray. Dann haben wir was denn da? Sauge. Schlechter. Aufziehen. Hast du auch einen Text, oder, Ivano? Ja, ich bin jetzt im Text. Captain Frohlocke. Ja. Captain Frohlocke. Wie der Cube da wegwandert. Mega übel. Ist schon aufgelöst. Ich guck jetzt gerade, ich kann mich ja umgucken zumindest. Der ganze Planet, der ist sogar schon ein ganzer Cube. Wenn du mal genau hinguckst, siehst du das, dass der so sich verändert. Ja, sieht fast schon aus. Und hinten kommen die. Ja, ich denke, dass wir jetzt abbauen. Ich glaube nicht, dass die Schlachtschiff der Töpfernklasse geil. Ich denke ja nicht, dass die jetzt gegen die alle kämpfen. Gar keine Chance.
Also in den Kommentaren stand ja bei Hardscope, dass wir dann später sogar die Schiffe noch wechseln müssen. Und das müssen wir sogar öfter machen, die Schiffe wechseln. Ja klar, du kriegst immer wieder Neues. Ich glaube, wenn man dann immer... Und die Dialoge die Dialoge, die wir extra machen können, die haben wir das letzte Mal gefragt mit den Dialogen. Wenn wir die Dialoge klicken, hat das keine Auswirkung auf den Spielverlauf. Also das kommt trotzdem das Gleiche. Plus, dass wir dann eben Errungenschaften oder sowas bekommen. Ach so, ja gut, das ist ja für die Klassen noch ein paar Gespräche extra, ne? Die zum Beispiel dann ich als Taktischer hören kann und ihr, ihr als Taktischer und ich das als Blöde Techniker. Ist halt, dass ihr dann halt einen anderen Text da stehen habt. Deswegen ist ja, halt aber wir haben ja fast alles gleich. Das ist dann nur einmal oder so, immer mal wieder zwischendurch. Wie sieht's aus, Hardscope? Kommst klar? Aber ich weiß nicht, wie jetzt der Dings das gemeint hat, der Kommentator, also der das kommentiert hat. Hat er das so gemeint, dass später dann keine großartigen Textpassagen mehr kommen, oder ich weiß es nicht? Doch, ich denke, die werden immer kommen. Bei Hauptmission auf jeden Fall. Bei Nebenmissionen und so nicht. Nee, da gibt es auch solche Bereiche. Zum Beispiel fliegen jetzt über die Sternkarte. Komm. Und da ist jetzt zum Beispiel auf dem Planet. Warum willst du das wissen? Was? Ja, ich habe das Spiel ja schon vor 5 Jahren mal gespielt. Oder 4, ich weiß nicht mehr. Ganz ewig her ist das. Da habe ich das deswegen mal. Da kam das könnte meine neue Engine vortragen, das Spiel. Ja, es ist ja jetzt alles ein bisschen anders durch den neuen Patch. Ich weiß ja nicht, was die noch ja, alles aber verändert haben. Ja, aber auch ein bisschen grafisch können sie es auch mal ein bisschen aufpeppen. Ja, ich also echt, genug Spiele die, haben die wo ja, ich ne? die Thumbnails gemacht habe, ich habe echt Probleme mit den Thumbnails, weil das alles so pottenhässlich ist. Das ist der Wahnsinn. Ich meine, das sieht zwar jetzt hier ganz lustig aus, hier ganz cool aus, aber wenn du gerade so auf dem Planeten rumläufst, oder so, das sieht so scheiße aus. Komm, jetzt habe ich ihn gleich. Jawohl. Komm. Den Cube? Ja, mir ist aufgefallen, ich muss mich also mit der Schnauze vorausrichten, weil sonst fällt meine Torpedos nicht ab. Ja, ist richtig, die schießen nach vorne und nach hinten. Ja, das ist mir gerade so aufgefallen. Wenn ich die ganze Zeit zeitlich zu dem fliege, dann brauche ich mich nicht wundern, warum ich die ganze Zeit sterbe. Ja, du kannst das auch einfacher machen, wenn du unten siehst du doch 1, 2, 3, ne? 1, 2, 3? Ja. Wenn du da drauf gedrückt, also einfach die Maus drauf stehen lässt, siehst du die Reichweite und deinen Radius, wo deine Laser und deine Torpedos schießen. Was so einen blauen Strahl. Oh, was ist denn das ganz große? Das ist ein ganz großer Würfel. Jetzt ist er erst bei dem Cube. Ja, jetzt. Ich würde auf jeden Fall sagen, drück erstmal Q, dass du ein bisschen zurück machst. Ja, und pass auf deine Heilung auf, deine Schilde auf, bis Verstärkung kommt. Oh, da kommen wir hier. Oh, lass mich hin. Nein, ich hab. Ihr hört die Geräusche, liebe Freunde, das ist wie beim Fußball. Und der ist um 11 Meter und nein! Ich komm nicht mehr weg, das ist traurig. Ich hänge auf der Stelle fest. Ja, der hat einen Traktorstrahl. Der ist voll blöd, das Ding. Alter, ich hab ja schon. Ja, Lenk, guck gleich mal zu den Planeten hin. Die musst du jetzt alle gleich kaputt machen. Wir haben die alle schon kaputt gemacht. Gott. Ich hab grad gedacht, ich hab den Grafikbug, weil der erst so ein langer Strahl war. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Ja, aber schick das auch aussieht, aber es wird langweilig. Also mit Schiff fliegen habe ich es echt nicht. Ich stell mich an wie der letzte Mensch. Ich hab Bodenkampf, hab ich Probleme. Weil ich jedes Mal, weil ich ja die rechte Maustaste und so drücken muss, oder bla, also ja, er hat rechte Maustaste. Und dann halt mal die Klappe. wenn ich rechte Maustaste, dann reiße ich immer den Bildschirm, weil ich dann irgendwie versuche, zu dem anderen zu zielen, habe die rechte Maustaste gehalten und dann dreht sich immer den kompletten Bildschirm rum. Da habe ich meine Probleme, da muss ich mich auch richtig. Ja, da gibt's, glaube ich, auch eine Taste, da kannst du die automatisch dann zum nächsten rüber scrollen, wenn du angreifen willst. Ich weiß nicht, ob das Tab ist, aber das muss auch in den. Aber ich finde das blöd. Das finde ich halt blöd wieder bei dem Spiel, das ist so unrealistisch, dass du einfach nur, du kannst zwar rechts und links ausweichen, aber du kannst ja nicht staven oder irgendwas, dass du die abschießen kannst und die an dir vorbeischießen oder sowas. Ja, du jedes Mal stehst so du dort an der Stelle und der Staven ist halt rechts und links seitlich. Also einen habe ich kaputt. Ja, dafür hast du dann auch dein Schild und so. Ich weiß, das ist jetzt nicht so Call of Duty, ne? Ich glaube, da hätten. Ja, aber dass jeder Mensch kann sowas. Aber wäre cool, klar. Mann. So wie bei Mass Effect oder so. Das ist schon, halt. Cool, hinter die Ecke und so. Ja, aber nee, ich will nicht. Ich habe nicht gesagt, ich habe nicht gesagt, hinter der Ecke verstecken. Ich habe gesagt, staven. Das heißt, nach rechts und links laufen, seitlich laufen. Und schießen, ja, stimmt. Du kannst ja irgendwie nicht laufen. Okay, wer war jetzt dran? Gute Frage, nächste Frage. Okay, lese einfach. Warte mal, ich hab jetzt den großen Text gelesen, oder? Ich weiß es nicht, ich mach einfach. Wir haben in Pulux so lange ausgehalten, wie wir konnten und der Sternenflotte ein Signal geschickt,
Diese waren die Schiffe, die uns am nächsten waren. Andere waren in Kürze angekommen. Ich bin froh, sie zu sehen. Ey, das ist übel. Ich sehe da, bei sie sehe ich ein B. Was ist denn das? Das ist eine komische Schriftart. Ich bin froh, sie zu sehen. Wir hatten einen Kubus hätten. Nicht allein ach, besiegen können. So. Da, weiter. Ja, Moment. Voll geil. Die haben sich bisher gut angestellt. Ausgezeichnetes Vorgehen bei der Rekonfiguration der Satelliten. Wir haben die Warnung erhalten, als wir das System betreten haben. Werden wir versuchen, Vega zurückzuerobern? Fragezeichen. Werden wir das? Werden wir jetzt erfahren. Ich werde mit den anderen Captains hier darüber sprechen, aber unsere Priorität liegt bei dem Schutz der Zivilisten, die ihr an Bord habt und natürlich euren Wohlbefinden. Die Kitomer wird sie zur Erde begleiten. Sobald ihr dort eintrefft, sucht Admiral Quinn auf. Er hat weitere Infos für sie. Begeben sich zur Erde. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! So, yeah. Dran. Oh, das ging voll aufs Ohr. Es geht weiter. Assimilierung der Unschuldigen. Sie und ihre Besatzung haben gute Arbeit geleistet. Collins wäre eine gute Ergänzung für ihr Team. Sie erhalten folgende Belohnungen. Erfahrung 730 oder 50? Genau. 750. Expertise 90. Phaser-Automatikgewehr MK1. Dann Konsolentechnik, Manövrierung, keine Ahnung, und Collins. Also wir bekommen einmal eine neue Waffe, einmal was für unser Schiff und ja genau und Coolens bekommen. Coolens ist ein Typ, ne? Oder? Gehen wir mal auf weiter. Coolens ist doch der Rote, ich dachte mir noch fast. So, es geht weiter. Refano. Wer war dran? Ich war dran? Ja. Captain Velorg hat uns beauftragt, zum Raumdock der Erde zu fliegen und ich denke auch, dass es an der Zeit dafür ist. Ich hatte in letzter Zeit genug Aufregung. Verlassen Sie das System. Zum Raumdock der Erde warpen. Yep, ich drück drauf. Oder nicht auf. Was wollte ich sagen? Revano, du kannst mal ein bisschen mit Elan sprechen, wenn das bei dir kommt. Das ist irgendwie. Du liest es zwar flüssig vor, aber irgendwie in der totalen Aufregung, Kriegsblablö, dann redest du. Ja, und wir reden jetzt mal einen Satz. Weil ja, das ist. Oder immer so, ich auch so, oder immer so nette, friedliche. Ich hab ein Video. Ja, Moment, bei mir lädt es saulang gerade. Ja, aber trotzdem kommt bei ihm ein Video. Psst. Mega geiles Video. Aber dann sei bitte auch still bei irgendeinem Video. Das. Wie geil ist das denn? Jetzt kommt ein Video. Ja, bei mir auch. Der jetzt extra Richtungspfeile aufgestellt. Seid ihr am Fliegen? Nein. Nein, bei mir steht jetzt der Kohletz, dreht zum Dienst an. Genau, okay. Ach, guck mal, liebe Freund. Ich glaube, guck mal, wir sehen uns jetzt alle drei okay. Nebeneinander. Revano, hallo. Kohletz, ja, das Ding ist auch weg, weil das haben wir geile Ohren. Ui. Ah, jetzt sehen wir uns. Juhu. Ja, ich glaube, jetzt geht das auch langsam. Yay. Ich glaube, das muss da einfach so sein. Oh, so, glaub mal. Mega übel. Go. Ah. Ey, Revano, guck mal her. Ich bin nämlich unser kleiner Hooligan. Revano, bleib mal stehen, das ist die perfekte Höhe hier. Alter, der steckt in meinem After, ey. Der After und das der steckt doch nicht in deinem After, ey. Jetzt, guck, wenn ich mich weggedreht habe. Warte, ich mach jetzt hier noch. Einmal, Revano, einmal vorbeugen. Komm, wir ficken den Alien. Untersuchung steht an. Komm, wir ficken den Alien. Ja, Leute, was ist das hier? Gruppenzwang ist das. Guck mal, die gucken alle zu. Guck mal. Und wieder, der steht, der hat so seine Hand unterm Kicken. Ich würde da liebst mitmachen. Okay, dann würde ich sagen, sprechen wir den mal an hier, den Typen. Mit Transport. Ja, was sagt denn die Uhr, meine Lieben? 19 Freunde. Minuten, wir können noch zwei Minuten, sowas können wir noch. Okay, können wir ja alles uns mal hier durchlesen? Ja, okay, dann würde ich sagen, wer war dran? War da Hardscope? Ach, willst du jetzt echt alles durchgehen? Ja, man kann ja mal so durchlesen. Willkommen auf den Raumdock der Erde. Womit kann ich Ihnen weiterhelfen?
Okay, wir haben einmal ein... Hallo, ich bin dran, Mann, jetzt wird man nicht frech. Nein, ich wollte nur... allgemeine Informationen. Ja, wir fangen oben an, oder? Schiffswerft. Ja, okay, würde ich auch sagen. Gut, dann erstmal allgemeine Informationen. Okay, was möchten Sie wissen? Was möchten Sie bitte? Was können Sie mir über die Station erzählen? Was sind einige der wichtigsten Eigenschaften des Raumdocks der Erde? Oh Gott. Ich habe weitere Fragen. Okay, ich würde sagen, das Oberste. Okay, Rivale. dies ist die Hauptsternbasis im Sol-System und eine der größten Basen der Sternflotte in der Föderation. Auf der Station leben permanent mehr als 1400 Offiziere und andere pendeln zwischen der Hauptsternbasis und Aufträgen auf der Erde, dem Mars und Jupiter. Admiral Quinn ist der befehlshabende Offizier hier und er ist außerdem der Verbindungsmann zwischen der Flotte und dem Sternflottenkommando auf der Erde. Ey, wenn du, ihr wollt das alles hören hier. Okay, ja, jetzt kommt der nächste. Und jetzt klicke ich der nächste an. Ja. Was sind, ja. Das war gut jetzt. Gut aus, Hardscope. Admiral Quinn. Also der heißt nicht Admiral, sondern Arrow. Oliver Arrow Quinn. Quinn. Der heißt doch Queen. Nee, Quinn. Nein, so wird's Queen. Geschrieben. Ja, Oliver Quinn, aber Queen. So wird's geschrieben. Ich hab's doch gesehen. Auf seinem Zettel stand auch Quinn. Kommandozentrale Botschafter Su. Quinn, ja, Oliver Quinn. Nein, Queen. Oliver Queen. G-R-E-E-N, wie grün. Oliver Queen ist Green Arrow, klar, natürlich. Grün? Ja. Weil Queen hört sich immer so an. Okay. Ja, erzähl weiter. Botschafter Sugiara, okay, ist ebenfalls dort anzutreffen. Ich glaube, Captain Sulu arbeitet auch dort. Wir sind eine Full-Service-Sternbasis, in der Sie Zugriff auf Ihre Bank oder die Tauschbörse haben, Ihre Nachrichten abrufen, einkaufen, ein Schiff auswählen und anpassen, sowie Ihre Verletzungen auskurieren können. Zurück! Okay, ich habe weitere Fragen. Jetzt kommen wir aufs Schiff. Schiff. Ich bin jetzt hast du mich total. Ich glaube, ich muss da nachher mal googeln, ob der wirklich so heißt. Nee, google. Ich hab dir schon geschickt, Foto. Guck drauf. Okay, was möchten Sie wissen? Ich hab aber das Coole. Okay, wo ist Admiral Quinn? Da, bitteschön. Wo seid ihr jetzt draufgegangen? Büro wo ist Admiral Quinn? Ne? Achso. Wo ist er? Ja. Du. Gehen Sie die Rampe zu Ihrer Linken hinunter, wenden Sie sich dann nach links und gehen Sie durch die gewölbte Halle, bis Sie die Kommandozentrale erreichen. In der Kommandozentrale finden Sie normalerweise auch Jiro, Jugihari und Commander Winters. Tada! Zurück! So. Alter, das habt ihr keinen Nagel dabei, nur, oder? Ich möchte ungern unterbrechen. Wollen wir die anderen Punkte jetzt nochmal ganz schnell so grob überfliegen, nur kurz ja, so das ist nichts Wichtiges. Machen also wir einfach... Ich glaube, das sind einfach nur so Informationen. Ja, das sind einfach nur Informationen, wo wir Schiff reparieren können für die Schiffe. Das weiß und dann jeder. Für die Bank, wo wir unsere Sachen alles und das Depot. Ich denke mal, da steht dann unser... Ja, nee, da können wir die Uniform, alles Mögliche wechseln. Wenn ich mir könnte, es ja im nächsten Part nochmal ganz kurz ansprechen und nochmal kurz drüber gehen. Und ich würde sagen, wir klicken Personalabteilung an, oder? Oder ist das auch nur Gequatsche? Das ist auch nur Gequatsche. Ich wurde verletzt, wo kann ich mich alles Mögliche? Ich möchte eine Flotte starten. Ja, dann drücke ich auf das X, dass wir da weggehen. Aber der wird immer noch angezeigt. Ja, wir können danach mit denen nochmal reden. So. Aber als Hauptquest habe ich jetzt erstmal dann rechts an der Seite treffen Sie Admiral Quinn. Ja, passt. Und das seht ihr dann im nächsten Part. Genau, sagen, das seht ihr dann im nächsten Part. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns dann auch wieder im nächsten Part, nächsten Mittwoch, wie immer um 14 Uhr. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.